Der Tod der Queen scheint die eigentlich zerstrittenen Prinzenbrüder Harry und William wieder zusammenzubringen. Nach langer Zeit zeigten sie sich nun gemeinsam mit ihren Frauen Meghan und Kate in der Öffentlichkeit. Seit Prinz Harry und Herzogin Meghan der britischen Königsfamilie den Rücken kehrten, schien das Verhältnis der Prinzen zerrüttet. Um die trauernden Menschen vor Schloss Windsor zu empfangen, zeigten sie sich nun jedoch gemeinsam. Britischen Medien zufolge soll Prinz William seinen jüngeren Bruder sogar zu einer gemeinsamen Audienz eingeladen haben. Ist dies nun die lang ersehnte Versöhnung, auf die alle gewartet hatten? Die Menschen, die sich vor dem Schloss versammelt hatten, schienen jedenfalls überrascht und applaudierten den Paaren zu. Auch König Charles III. Scheint sich eine Versöhnung mit seinem jüngsten Sohn zu wünschen. In seiner ersten Ansprache als König soll er Harry und Meghan ein indirektes Friedensangebot gemacht haben. Dieser traurige Anlass könnte also der erste Schritt der Annäherung sein.